Fußball ist ja so schnell geworden. Und wie schnell kommt der Gedanken von deiner Idee, was du im Kopf hast, bis es im Fuß ankommt. Ja? Und das ist halt, das zeichnet einen guten Spieler aus. Und das hat Mesut. Ja? Das macht papap und dann kommen die Aktionen zustande. Ja? Viele trauen sich nicht so richtig, den Ball durchzustecken, sehen die Lücke, aber dann, bis sie den Ball spielen wollen, ist die Lücke wieder geschlossen. Und das macht Mesut schon fantastisch. Wenn Sie mich fragen, ich habe mit Mesut viele Turniere gespielt, er hat was ganz Besonderes. Also ich finde immer die Spieler interessant, wo linken Fuß haben, weil das immer nochmal was anderes ist. Ja, die drehen sich anders. Ja. Er ist leichtfüßig, er ist für den Stürmer ist er unheimlich wichtig, ja, dass man so einen hinten dran hat, weil er kann den Ball durchstecken, er bindet Spieler. Und so, wo man die Lücken dann auch selbst hat und so. Also er kennt sehr viel, er spielt sehr, sehr schlau.